Katastrophe, ne? Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich habe in der Halbzeit gesagt, alles was wir jetzt an, wenn wir jetzt hier noch einen Punkt holen sollten, dann wäre das ein Bonuspunkt. Das Spiel hätte zur Halbzeit eigentlich schon 0-4 stehen müssen. Was wir für ein Zweikampfverhalten gezeigt haben, das war absolut grauenvoll. In der ersten Halbzeit hatten, glaube ich, gefühlt 3 Spieler positive Zweikampfbilanz, Grätschen gar nicht gesehen, Kampf gar nicht gesehen. Also deswegen mussten wir umstehen, dass ich dann auf 6 gegangen bin, und das hat sich dann auch bewährt gemacht, dass wir ein bisschen mehr Spielkultur hatten, dann auch mal vielleicht ein paar Bälle rausgespielt haben. Aber das war in der ersten Halbzeit, war das so dürftig. Aber positiv ist zu erwähnen dann in der zweiten Halbzeit, dass wir dann eine Reaktion gezeigt haben. Da muss man sagen, da waren wir dann auf dem Platz. Dass wir dann das 2-0 kriegen, ist brutal. Aber dass wir dann nochmal zurückgekommen sind, das spricht dann für die Mannschaft. Wir haben wirklich, das ist ja auch das, ich habe die Mannschaft bewusst so zusammengestellt. Das vom Charakter her sind das einwandfreie Jungs. Aber das Problem ist einfach, dass wir einen zu kleinen Kader haben. Aber ich wollte halt, dass alle mal auch zufrieden sind, was mit dem großen Kader nicht geht. Und das sieht man halt, dass hier jeder für jeden auch kämpft. Und dementsprechend haben wir dann noch den Punkt geholt, was natürlich dann wirklich 89 Minuten ist dann einfach glücklich, muss man so sagen. Vor allem, die hatten ganz klare Chancen. Plus, ich muss mich auch bei Thorsten gerade für den Punkt auch schon entschuldigen. Das tut mir für die wirklich leid. Denn hätten sie sich heute den Sieg mehr als verdient gehabt. Vor allem auch in der Situation für die. Für uns ist natürlich ein Big Point. Ich sage, wenn wir heute das Spiel gewonnen hätten, dann wären wir raus gewesen aus dem Abstiegskampf. Weil dann hätte Everson uns ja niemals mehr holen können bei 2 Spielen mehr. Und 9 Punkten Vorsprung für uns. Ja, aber mit dem Punkt, ja, müssen wir jetzt ja auch gut leben. Ja, mega unverdient für Hagenburg, dass sie hier noch ein Unentschieden mitgenommen haben. Wir haben 11 Meter verschossen. Stani hat gegen einen guten Schuss gegen eine Latte gesetzt. Das ist auch ein sicheres Tor eigentlich. Also wir müssen hier eigentlich locker mit 3 Punkten nach Hause fahren. Aber wie das so ist, wenn man unten steht, dann kriegt man in der 93. Minute durch so ein Gewühle da das 2-2. Und ja, ist mehr als ärgerlich und bitter. Ja, das ist halt Fußball. Ne? Führst du 2-0, bist klar überlegen, spielst auch richtig guten Fußball, spielst die Torchancen raus. Machst die Tore einfach nicht, so, und dann kann das immer passieren, ne? Fällt das Anschlusstor, wobei auch da war Hagenburg ja nicht irgendwie am Drücker oder haben Drücke aufgebaut, eigentlich hatten wir es locker im Griff, so, und dann kann es einfach passieren, dass du eine Ecke kriegst in der letzten Minute, dass alle nach vorne gehen, Torabo im Strafraum, dann kann es passieren, dass halt im eigenen Tor dieser Ball landet, verdammte Scheiße, aber es ist einfach so, wir müssen jetzt einfach diesen Punkt mitnehmen, müssen das Beste daraus machen, die Leistung war richtig gut. Da können wir richtig gut drauf aufbauen. Und da habe ich auch keine Angst, dass wir im Abstiegskampf da nicht bestehen können, sondern das werden wir packen.